Erste Buch Mose, Kapitel 14. Nun geschah es in den Tagen Amraphels, des Königs von China, Ariochs, des Königs von Eleazar, Kedorlaomers, des Königs von Elam, und Tidals, des Königs von Goyim, dass diese Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birsha, dem König von Gomorra, Shinab, dem König von Adma, und Shemeba, dem König von Seboim, und dem König von Bela, das heißt Zoar. Alle diese marschierten als Verbündete in die Tiefebene Siddim, das ist das Salzmeer. 12 Jahre hatten sie Kedorlaomer gedient, aber im 13. Jahr rebellierten sie, und im 14. Jahr kam Kedorlaomer und auch die Könige, die mit ihm waren, und sie besiegten die Rephaim in Ashteroth, Karnaim, und die Susim in Ham, und die Emim in Shave Kiriathaim, und die Horiter in ihrer bergigen Seir, bis hinab nach El Paran, das an der Wildnis liegt. Dann kehrten sie um und kamen nach En Mishpat, das ist Kadesh, und besiegten das ganze Feld der Amalekiter und auch die Amoriter, die in Hazazon Tamar wohnten. Dann setzte sich der König von Sodom in Marsch und auch der König von Gomorra und der König von Adma und der König von Seboim und der König von Bela, das heißt Zoar, und sie stellten sich in der Tiefebene Siddim in Schlachtordnung gegen sie auf. Gegen Kedorlaomer, den König von Elam, und Tidal, den König von Goyim, und Amraphel, den König von China, und Arioch, den König von Elasar. 4 Könige gegen die 5. Nun waren in der Tiefebene Siddim Asphaltgruben an Asphaltgruben, und die Könige von Sodom und Gomorra ergriffen die Flucht und fielen dann dort hinein, und die übrig gebliebenen flohen in die Berggegend. Dann nahmen die Sieger alle Habe von Sodom und Gomorra und all ihre Nahrung und gingen ihres Weges. Sie nahmen auch Lot, den Sohn des Bruders Abrams, und seine Habe mit und zogen auf ihrem Weg weiter. Er wohnte damals in Sodom. Nach diesem kam ein Entronnener und teilte es Abram, dem Hebräer, mit. Er zeltete damals unter den großen Bäumen des Amoriters Mamre, des Bruders von Eschkol und Bruders von Ana, und sie waren Abrams Bundesgenossen. So bekam Abram zu hören, dass sein Bruder gefangen genommen worden war. Hierauf bot er seine geübten Männer auf, 318 in seinem Haus geborene Sklaven, und jagte ihnen bis nach Dan nach. Und bei Nacht ging er daran, gegen sie seine Streitkräfte zu teilen. Er und seine Sklaven, und so besiegte er sie und jagte ihnen weiter nach bis Hoba, das nördlich von Damaskus liegt. Und er brachte dann die ganze Habe zurück, und auch Lot, seinen Bruder, und seine Habe, und auch die Frauen und das Volk brachte er zurück. Dann kam der König von Sodom heraus, ihm entgegen, nachdem er zurückgekehrt war von der Besiegung Kedorlaomers, und der Könige, die mit ihm waren, in die Tiefebene Schawe. Das ist die Tiefebene des Königs. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Dann
segnete er ihn und sprach: Gesegnet sei Abram von Gott, dem Höchsten, dem der Himmel und Erde hervorgebracht hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Betrüger in deine Hand geliefert hat. Darauf gab ihm Abram den Zehnten von allem. Danach sagte der König von Sodom zu Abram: Gib mir die Seelen, aber die Habe nimm für dich. Hierauf sprach Abram zum König von Sodom: Ich erhebe meine Hand zum Eid zu Jehova, zu Gott, dem Höchsten, dem der Himmel und Erde hervorgebracht hat, dass ich vom Faden bis zum Sandalenriemen bestimmt nichts von irgendetwas nehmen werde, was dein ist, damit du nicht sagen kannst: Ich bin es gewesen, der Abram reich gemacht hat. Nichts für mich, nur was die jungen Männer schon gegessen haben und den Anteil der Männer, die mit mir gegangen sind, Ana, Eschkol und Mamre, sie mögen ihren Anteil nehmen.